Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies. Ja, ich stehe wieder hier. Wo die Golems rumwandern. Und ich habe eigentlich gerade einen gehört. Ach, der ist dort. Du kannst auch ganz gerne bleiben. Das hatte ich hier das aufgemacht. Ja, das ist wirklich gemein, dass die Golems hier respawnen. Wie sie lustig sind. Ich weiß gar nicht mal, warum ich den Weg nehme. Ich hätte auch hier rumlaufen können. Fällt mir gerade so auf. Das hat die Wand nebenan aufgemacht das letzte Mal. Ist ja schon wieder ein paar Tage her, dass ich aufgenommen habe. Ja, der Schlüssel, den hatten wir benutzt. Und hier geht's in die. Verschiedenen Kammern. Ja, und hier? Das hier muss man irgendwie wegkriegen. Draufhauen bringt jedenfalls nichts. Mit Pfeilschießen bringt auch nichts. Okay. Genauso wenig hier. Und das hier war ja der Weg weiter, wo wir das letzte Mal nicht wirklich weitergekommen sind. Und ja, das hier war die Blutkammer. Also die Folterkammer. Oder Verhörkammer. Hier gab es aber, soweit ich weiß, nichts mehr wirklich Wichtiges. Ich weiß nur, dass wir wahrscheinlich an der Minensteuerung rumfuchteln müssen. Oh, Schädel. Den kannst du mal mitnehmen. Hier reinpacken. Ah ja. Den kannst du nicht mehr tragen, weil du. Nein, da bist du noch nicht überladen. Gut. So, ich habe Essen für meine beiden unteren Partymitglieder. Weil jetzt, wo ich ja weiß, wie ich den Zauber anwenden kann, will ich das schwere Essen, also die Herdercaps und so, langsam aufbrauchen. Also das hier zum Beispiel jetzt noch nicht. Das hier ist zum Beispiel ganz leichtes Fleisch. Also Slug- und Leechfleisch. Nur das Leechfleisch, soweit ich weiß, eine Chance hat zu vergiften. Mole Jerky ist noch relativ schwer. Kommt also mal hier zu den Pitwalkwets rein. Ja, und der Bow Red Shank. Den behältst du mal so im Inventar. So, dann können wir nämlich den Sack ablegen, wenn wir ihr hier die Kräuter geben. So.
Wingboots, die wir nicht gebrauchen können. Und hier liegen halt ziemlich viele. Habe ich die Wingboots gerade wirklich da drauf geschmissen? Ja, tatsächlich, ich kann da Sachen drauf schmeißen. Auch gut. Ja, solche Sachen wie das hier hat halt keine Beschreibung, also wissen wir nicht überhaupt, ob wir was damit anfangen können. Im Gegensatz zum Hauptspiel, wo das ja Teile des Undying Ones waren, also des Würfels. Und ja, ich höre da hinten auf jeden Fall was rumschleimen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wir gehen erstmal hier wieder raus. Gehen jetzt zu dieser Kammer hier. Das war nämlich diese Blitzableiterkammer. Wo ich das letzte Mal ein bisschen gestorben bin. Dieser Schleim da ist garstig. Und die Kanonen sind laut. Ich weiß gerade nicht, was ich mit ihm zaubern könnte. Außer immer wieder Heilung. Okay, sie hat kein Mana mehr. Wir schicken langsam Schwierigkeiten. Mal sehen, wie du auf Gift reagierst. Gar nicht. Ja, Hass können wir nicht sprechen. Oh, dich geht aus. Out of Energy, das hat uns gerade nicht getroffen. Ah. Und jetzt ist auch er gelähmt. Jetzt können wir nichts anderes machen, als uns zurückziehen. Und zurückziehen. Und kurz mal hoffen, dass wir hier sicher sind. Dem nervigen Schleim.
Bis jetzt ja. Gib bitte mal dein Blitzschild. Und hast. Das Vieh will einfach keinen Schaden fressen. Und ja, ich darf laden. Okay. Hattest du dich durch einen Zauber? Ja. Flying of Floating Monsters. Hilft das gegen den? Sie ist schon mal wieder eingefroren. Das ist nicht so schön. Oh. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das Vieh nicht kaputt machen kann, sondern es umgehen muss. Doch, ich kann es kaputt machen. Es nimmt ja Schaden, aber es nimmt halt nicht viel Schaden. Das ist das Blöde. Jetzt soll ich es mit dem Stab versuchen. Ja, Nahkämpfer sind wir nehmen. Hör dich auf, dich immer dahin zu stellen. Komm hier rüber.